Schön, dass du da bist, lieber Schütze. Wenn du Single bist, das heißt in keiner offiziellen Partnerschaft, ist dir natürlich ein Herzensmenschen geben oder jemand, den du gerade kennengelernt hast oder am Kennenlernen bist. Vielleicht kennst aber noch überhaupt niemanden, ja. Aber in Single definiere ich in keiner offiziellen Partnerschaft, okay? Dann bist du da richtig. Das ist ein kollektives Orakel. Er setzt keine persönliche Kartenlegung. Wir schauen ins Energiefeld für dich, lieber Schütze, für den August 2022. Welche Energien stehen dir zur Verfügung? Und ich skizziere mal deine Situationen. Kannst du genau sehen, bist du damit dabei oder nicht? Wenn nicht, dann schau einfach bitte dein Sonnenzeichen, Aszendentzeichen oder Mondzeichen. Lieber Schütze, du weißt, dass kollektive Orakel nicht für jeden zutreffen müssen. Dafür gibt es ja persönliche Karten. Ich lege mal die Karten aus, lieber Schütze, für dich. Schütze, Single. Ich spreche aus der Sicht einer Frau und du Mann bist raus, bitte entsprechend um. Danke dafür. Was ist deine Situation? Schütze, Single. Gut, die Karten sagen, dass in der jüngsten Vergangenheit in Sachen Liebe irgendwie nichts vorangegangen ist. Also du bist festgesteckt mit dem Gehängten, lieber Schütze. Da ist gar nichts vorangegangen, irgendwie hat sich gar nichts bewegt. Du bist unter Anführungszeichen gezwungen worden, in dich zu gehen, was du möchtest, was du nicht möchtest. Vielleicht das eine oder andere Umdenken, die eine oder andere Blickwinkeländerung. Ja? Und bist jetzt grundsätzlich in Sachen Liebe mit voller Kraft dabei, mit voller Leidenschaft, lieber Schütze, die Kraft als Thema, in Sachen Liebe, jedoch gekreuzt mit dem Fünf der Münzen. Es ist so, dass entweder es so ist, weil der Gehängte ist schon eine ziemliche Durststrecke, ja, dass die einfach die. Du hast zwar diesen Enthusiasmus und diesen Willen, ja. Aber dass da einfach mit den fünf Münzen irgendwie diese Power nicht so ganz zur Verfügung steht. Beziehungsweise es ist so, dass du, was ich hätte was zur Einstellung da, lieber Schütze, naja, ob das was bringt oder nicht, werden wir sehen, ja. Als Schütze bist du ja grundsätzlich. Ja, schon jemand, der das Glas halb voll anstatt halb leer sieht. Aber mit den fünf der Münzen, das ist schon so ein Mangelbewusstsein. Ja, so, naja. Weiß nicht, ob das was wird. Ja, ob sie diese Kraft, Investition hätte so da lohnt.
Oder es ist so, dass da einfach die Kraft teilweise wirklich fehlt. Ja? Du willst nach vorne gehen, es geht auch darum, aber es ist so, ja, mit angezogener Handbremse, entweder aufgrund von einem inneren Mangelbewusstsein, weißt du, dass dir das vielleicht nicht zusteht und so, weißt du. Oder dass du einfach den Raum, das Gefühl hast, diesen Raum gar nicht zu haben, weil dir diese Phase, wo alles so stagniert hat, so ausgelockt hat, lieber Schütze. Spür da bitte ein, ob du dich da wieder findest. Wenn nicht, dann schau gern Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen, weil kollektive Legung kann nie auf alle passen. So, was ist da bewusst? Bewusst ist dir mit dem Ast der Stäbe, dass sehr wohl Chancen da sind oder mindestens eine Chance da ist, die dir das Leben bietet, um in Sachen Liebe voranzugehen. Das schon. Also es ist ja klar, dass das Leben dir schon zur Seite steht und dass diese Stagnation Vergangenheit ist. Also Möglichkeiten gibt es mindestens eine, lieber Schütze, und das ist dir bewusst, um in eine Partnerschaft zu gehen. Deswegen schaust du dieses Orakel, ja? Bist ja Single. Unbewusst, das ist so im unbewussten Feld, wirst du beobachtet mit dem Buben der Stäbe. Das heißt, da ist mindestens ein Verehrer. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn es der Mann bist, drehst du es bitte entsprechend um. Also du wirst beobachtet von mindestens einer Person. Das wirkt im Feld. Das weiß ich, wie oft du online bist, auf WhatsApp oder auf diversen sozialen Netzwerken oder über deinen Freundeskreis. Ja? Du wirst einfach ja, als Single beobachtet. Aber halt verdeckt, ja. Also derjenige zeigt sie nicht. Vielleicht sind es auch mehr. Und das wirkt in der Aura schon mit hinein. Also es kann auch sein, dass du das dann spürst, ja. So, jetzt schauen wir mal, wie du dich siehst in Sachen Liebe und dann gehen wir in die Prognose, also in das Energiefeld für den August 2022 und zum Abschluss zieh dann eine Lebenskarte. Diesmal die verwendeten Kartentexte sind wie immer in der Infobox, gell, lieber Schütze. Gut. Wie siehst du dich? Mit den neuen der Münzen nimmst du dich schon so wahr, dass da im Grunde gut geht als Single. Die neuen der Münzen ist unter anderem eben die Single-Karte, aber die Single-Karte des glücklichen, erfüllten Singles. Jetzt haben wir aber da die fünfte Münzen, ja. Das heißt, es widerspricht sie etwas. Das ist ja deine Wahrnehmung von dir selbst. Und oftmals, lieber Schütze, ist es ja so, ja, dass man eine Wahrnehmung von sich selber hat, aber vielleicht die eine oder andere Schattierung dabei ist, die man selbst nicht wahrnimmt. Ja? Und dafür sind ja Kartenlegungen gut, um das mal zu überdenken. Das heißt, ob du dich da wirklich so im Reichtum fühlst, ja, mag sein, aber es gibt schon einen Anteil in dir, der sagt, naja, so prickelnd ist es auch nicht. Beziehungsweise, ich habe manchmal das Gefühl, dass man die Kraft fährt, die Chancen auch zu ergreifen, ja, ich habe die Energie einfach in der Form nimmer, ja. Aber deine Wahrnehmung ist, du bist glücklicher Single. Die 9 der Münzen ist die beste Voraussetzung, um in eine stabile, dauerhafte Partnerschaft zu gehen, denn die nächsten waren die 10 der Münzen und das ist eigentlich ja absolut geerdetes und dauerhafte Erfüllung, in dem Fall, wo wir auf die Liebe schauen, lieber Schütze Single, in Sachen Liebe. Gut. Was kommt von außen auf dich zu? Der Ritter der Kelche, wie wunderbar. Deine Hoffnungen bzw. Ängste.
Ich beginne mit den Hoffnungen und Ängsten. Boah, jetzt muss ich gerade. Deine Hoffnungen bzw. Ängste sind, dass du in Sachen Liebe, erstens einmal mit dem Ass der Kelche, ja die Chance und die Möglichkeit auf Liebe erhältst vom Schicksal. Das ist deine Hoffnung. Und dass du dabei aber als Schwertkönigin erstens einmal wahrhaftig bleibst, klar bleibst, bis zu einem gewissen Grad auch ja, nüchtern, pragmatisch, dass du sozusagen den Kopf nicht verlierst bei all dieser Emotion, auch die Klarheit des Verstandes aktiv bleibt. Ja? Lieber Schütze. Ich mische schon nochmal neu, weil ich die Karten da reingeben habe. So, gut, was kommt von außen auf dich zu? Definitiv ein wunderschönes Liebesangebot mit dem Ritter der Kelche, lieber Schütze. Also das ist eine Atmosphäre. Ritter stehen ja, können schon für Menschen auch stehen, aber in der klassischen Deutung sind es Atmosphären und Stimmungen. Und der Ritter der Kelche ist eine total liebevolle Atmosphäre, ja. Verliebtheit. Emotionen definitiv, lieber Schütze, ja. Wunder, wunderschön. Gut, weiter geht's. Jetzt schauen wir mal, was da im August da im Feld ist, lieber Schütze, im Sinne der Prognose. Danke übrigens fürs Abonnieren von meinem Kanal. Ich freue mich total, lieber Schütze. Wann du es noch nicht getan hast, das kannst du kostenfrei tun. Danke auch, wenn es dir gefällt, dass du mir einen Daumen hoch hinterlässt. So unterstützt du meinen Kanal, sodass sie diese Videogeschenke einfach nur weiter verbreiten können und möglichst viele Menschen inspirieren. Danke fürs Teilen von meinem Kanal, lieber Schütze. Ich freue mich total drüber. Danke vielmals. Die nähere Zukunft, das Ass der Münzen. Jetzt haben wir drei Assen. Also Ass der Stäbe, ja, wird dir gereicht, diese Chance in Sachen Liebe, wirklich eine Art Initialzündung hätte ich da, ja, dass da was Neues entsteht. Das Ass der Münzen steht für eine Möglichkeit in Sachen Liebe auf Dauerhaftigkeit, auf Erdigkeit. Wir haben auch das Ass der Kelche da gehabt, das Zusatzkarten, du weißt, und das ist wirklich die Chance, die dir vom Leben gereicht wird, auf emotionale Erfüllung, auf Liebe. Das Ass der Münzen erdet das Ganze. Also, wow. Die fernere Zukunft, die Sechs der Münzen. Das heißt, es geht um Energie, die da ins Feld kommt für dich, lieber Schütze, Single, wo es darum geht, dass in Sachen Liebe etwas ausgeglichen ist oder in Ausgleich kommt. Ja? Und ich meine, mit den fünf der Münzen ist ja dann doch der Mangel da. Die sechs der Münzen gleicht es aus, ja, in Sachen Liebe. Und wir haben da eine Chance auf eine dauerhafte Partnerschaft. Entscheidest natürlich du, ob du das nutzt, ja. Im Ass der Münzen, im Ritter der Münzen, diese Verliebtheit, das, was von außen auf dich zukommt, diese zarte, emotionale Atmosphäre, kann auch ein Mensch sein, ja, aber es ist definitiv eine Verliebtheitsatmosphäre, ja, die sich dir bietet im August 2022, wirklich das emotional wird, und mit dem Sechs der Münzen, das ist nicht erdig, ja, lieber Schütze. Und das da auch, also das ist jetzt nicht nur so ein Luftschloss oder so, sondern das wird dann auch gelebt, ja. Und es ist in deinem Liebesleben, so ist die Frequenz im August für dich, lieber Schütze Single, dass sie das so ausbalanciert, ja, dass das so, wie sage ich jetzt, dass dann mal so ein Ausgleich kommt, ja, also in der jüngsten Opala-Vergangenheit mit dem Gehängten da.
Da ist es ja ziemlich stagniert, ja, da ging ja gar nichts voran, ja. Sehr fein. Gut, zum Abschluss, lieber Schütze, möchte ich dir noch gern eine Lebenskarte ziehen. Und auf die 6 der Münzen ziehe ich noch ein. Jetzt warte mal. Ja, auf die 6 der Münzen, der Magier, also es ist definitiv eine Anhebung der Frequenz. Das heißt, es wird dir was geschenkt, ja, in Sachen Liebe. Es kommt insofern was in Ausgleich, dass es ein Zuwachs ist. Dafür der Kelche. Schau das an. Ist Ass der Kelche? Also definitiv die Chance auf Liebe, ja. Also lieber Schütze, ja, es liegt an dir, ob du es nutzt, okay? Und wir haben aber die 9 der Stäbe und das besagt, dass du das schon wahrnimmst, aber wie soll ich sagen, entweder diese Person, ja, die du da, das ist ja auf der Position, was von außen auf dich zukommt, ist so ganz zaghaft, gell? Das siehst du da, wie die da noch vorschaut. Ganz zaghaft, also das ist nicht überfallsartig. Also so würde ich es spüren. Ich spüre diese Energie, ja, die 9 der Stäbe, dieses doch sich so schützen und bedeckt halten, ja, als eben dein Gegenüber. Diese Möglichkeit, die da auf dich zukommt, es ist sehr zurückhaltende Energie, aber eine wahre, weil da einfach Verletzungen da, also diese Person, die hat einfach noch nicht alle Verletzungen geheilt, aber wer hat das schon, gell? Lieber Schütze, muss man realistisch bleiben, aber da kommt wirklich diese Chance auf die wunderbare Liebe auf dich zu, mit dem Ritter der Kelche, Ass der Kelche, ja, und ja, aber sehr zart, ja. Also, es wäre vielleicht lohnenswert hinzuschauen, weil da wirklich, ja, das sehr, sehr schön, was du ihnen Ausgleich gibt, wo du was gewinnst. Also mit den 6 der Münze und dem Magier, das ist definitiv dann nicht so eine schwankende Geschichte, sondern ja, es lohnt sich, klingt jetzt so eigenartig, ja, aber es geht dann wirklich von diesem Gefühl des Mangels, von diesem, ja, Single-Dasein ist auch nicht so das meine, ja, und oder die Kraft geht da aus, ja. Kraft geht aus, wirklich in diese Bereicherung. So. So, zum Abschluss, lieber Schütze, ziehe ich dir noch eine Lebenskarte. Als Impuls. Schütze, Singles, August 20. Dieses Entwirren schafft Klarheit. Interessant, ne? Weil du siehst da zwei Personen. Entwirren schafft Klarheit. Vielleicht ist es immer so, also das ist jetzt einfach Vermutung, es wird sich klären, ja, vielleicht. Magst du diesen Satz notieren für den August? Also als Impuls in Sachen Liebe, entwirren schafft Klarheit. Das heißt, vielleicht Dinge anzusprechen und dann klärt sie das einfach, ja. Weil dieser Mensch, der da was von außen auf dich zukommt oder das Impuls da ist, das ist sehr verdeckt, das ist sehr fast schüchtern mit den 9 der Stäben, ja. Also sicher nicht mit der Tür ins Haus fallend, ja.
Also wenn so eine Situation ist, dass Verwirrung vielleicht für dich da ist, dann bedenke entwirren. Siehst du diesen Knäuel da? Schafft Klarheit. Vielleicht aktiv da. Ja, einfach für Klarheit sorgen, wenn du magst, lieber Schütze. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Schön, dass du mit dabei warst. Bis bald und viel Segen für dich, Stella.